Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde in ihren Häusern, Kantate, singet. Das ist der Name des heutigen Sonntags. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Stimmen wir ein in den Lobgesang und beten im Wechsel Psalm 96. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobet seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck, es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König, er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt, er richtet die Völker recht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich, das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde. Vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Gott des Heils, wir loben, preisen und besingen deine Güte. Wir klagen dir, was uns den Mund verschließt. Vollbringe in dieser Stunde das Wunder und löse uns zu neuem Lob durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich freue mich, Herr, mich hier. Halleluja. Ich freue mich.
Wir hören Worte aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 23 bis 34. Paulus und Silas im Gefängnis. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister auf dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war.
liebe Gemeinde, singet dem Herrn ein neues Lied. Dem Herrn singen, das ist Kantate. Und wer könnte es treffender ausdrücken als Paul Gerhardt? Der Herr ist meines Herzens Lust, ihm singe ich mit Herz und Mund. Die ganze Welt darf es hören. Liebe Gemeinde, das leisten vor allem unsere Chöre. Normalerweise proben sie Woche für Woche, um uns im Gottesdienst oder im Konzert zuzusingen. Der Herr hat Lust zu uns und erleben dabei selbst Gemeinschaft und Glaubenstiefe. Es ist zutiefst traurig, dass sie uns heute nicht anstecken können mit der Freude am Singen. Was für ein Fest, wenn Chor und Gemeinde zusammen gesungen haben. Denn viele kleine Stimmen ergeben einen großen Klang. Gerade das gemeinsame Singen lässt uns doch über uns selbst hinauswachsen. Was sind wir doch? Ach, Herr, mein Gott, es kommt von dir. Mit Herz und Mund singen. Ach, das ist uns heute versagt. Der Mund soll schweigen, die Stimme erstickt unter der Atemmaske. Kein Klang entfaltet sich. Gottesdienst ohne Lieder? Es ist zum Davonlaufen, eine Kantaten-Sinnkrise. Hört, liebe Gemeinde, für jede neue Situation brauchen wir auch ein ganz neues Lied. Und Neues ist fremd und muss eingeübt werden. Mit Herz und Mund singen. Wenn also der Mund nicht singen soll, bleibt uns noch das Herze. Aus voller Seele singen, unserem innersten Geheimnis. Im innersten Gefängnis kommen Paulus und Silas zu sich, atmen ein und aus und spüren, was sind wir doch? Wir leben noch. Atmen Luft ein, stöhnen Schmerzen aus, atmen Friede sei mit euch ein, atmen ruhig werden aus. Denn seit Ostern wissen sie, Mauern sind kein Hindernis. Ihre Krise des Eingeschlossenseins ist Vergangenheit. Es triumphiert das Auferstehungslied und singt unbeirrt in ihnen. Heute aufstehen zum neuen Lied. Die Enge unserer Räume ausatmen, die uns geschenkte Zeit neu einatmen. Im Gesangbuch blättern, über die Textdichter und Melodienschöpfer studieren, ein Lied summen, einen Text lesen, ins Telefon oder aufs Video singen, eine Liedstrophe verschicken, für meinen Chor und meine Gemeinde beten. Dafür, dass unser Herz und Leben nicht aufhöre zu singen. Gott schenke uns den Willen, ja den Trotz, ich sing dir mein Lied. Singen darf nicht enden, solange wir Atem holen. Thank you.
Denn er tut Wunder. Liebe Gemeinde, sie purzeln geradezu in unserem Text, die Wunder. Zunächst hören die Gefangenen den Lobpreis. Dann, gesprengt die dicksten Mauern, fallen verhasste Fesseln ab. Mehr noch, keiner der Häftlinge läuft davon. Bisher war doch nur irgendwie abhauen dran gewesen. Ja, fremd, ratlos und doch wie einander zugewiesen stehen alle beisammen, als würde die Stimme tiefen Danks geboren, als wehe zarter Hoffnungswind. Zum ersten Mal in ihrem Leben spüren sie Mitgefühl. Unter welchem Druck muss der Aufseher gestanden haben, wegen ihnen? Darum war er so unmenschlich gewesen. Und der wiederum will in die Weite der Jünger kommen, wo Singen und Handeln, Herz und Mund so ganz übereinstimmen. Ja, es gibt ein seligeres Leben, als seine eigene Haut zu retten. Fortan stimmt er voller Lust ein ins neue Lebenslied. Die Seligpreisungen Jesu, diese wundervollen Melodien, klingen ihm jetzt, wenn er durch die Gefängniszellen geht und gute, teilnehmende, wohlwollende, heilende Worte findet. Hört, liebe Gemeinde, die erste Gefängnisgemeinde ist entstanden durch den Gesang der Jünger. Nun bin ich ein wenig ins Schwärmen, Träumen geraten. Das darf man an Sonntagkantate, denn unser Singen steigt zum Himmel und lässt uns heute schon die Ewigkeit schauen. Dort einmal mit allen Engeln zu singen, beflügelt uns heute. Seien wir also gespannt, liebe Gemeinde, was Gott für Wunder tut bei mir und dir, in unserer Gemeinde, in unserem Land, wenn wir heute das ganz neue Lied versuchen. Ich bin gewiss, wir werden einander hören, werden uns verbunden wissen auf unserem steinigen Weg. Selbstbewusst und voller Lust will ich Töne, Rhythmus, Farben, ja, mein Leben einbringen. Ich sing dir mein Lied. Amen. Thank you.
Gott, du Quelle des Lebens, wir danken dir, dass schon die Kleinsten unter den Menschenkindern dein Lob verkündigen. Bewahre sie vor Willkür und Missbrauch. Lass sie deine Liebe einatmen, damit sie Lust zu dir bekommen. Du hörst uns, darum singen wir. Alle Freude, allen Dank, alle Angst und Not bringen Frieden in unser Gott, Herr, uns an. Gott, du Hüter des Lebens, bewahre uns das Singen und Musizieren in unseren Gemeinden. Wir danken dir für die Gabe unserer Stimmen, mit denen wir dich loben, bitten, anrufen und Kummer hinausschreien können. Segne den Dienst in den Kirchen und Posaunenchören, Land auf, Land ab. Du hörst uns, darum singen wir. Alle Freude, allen Dank, alle Angst und Gott, du Wunder des Lebens, wir danken dir für die Gemeinschaft in Familie, Gemeinde und in unserem Land. Wehre Streit und fülle uns mit deinem verzeihenden Geist. Schenke unserer Regierung viel Weisheit in diesen Tagen. Du hörst uns, darum singen wir. Alle Freude, Gott, du Freundin des Lebens, lass unser Herz und Mund in Einheit leben. Lass uns erkennen, dass wir einander zugewiesen sind in Freud und Leid. So lass uns heute Freund und Freundin sein denen, die Hilfe brauchen. Lass uns von deiner Treue singen. Du hörst uns, darum singen wir. Alle Freude, Gott, du Zukunft des Lebens, du kennst unsere Angst vor der nächsten Zeit. Schenk uns neues Vertrauen, dass du mit dabei bist. Gib, dass wir darüber das Leid in der weiten Welt nicht vergessen. Steh den Elenden bei. Lass uns für sie auch finanzielle Opfer bringen. Du hörst uns, darum singen wir. Alle Freude, allen Dank, alle Angst und Not bringen Frieden in unser Gott, Herr, uns an. Mit dem Gebet deines lieben Sohnes wollen wir dir die Ehre geben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und erwähnt, pflege
Der Segen des Herrn klinge in unseren Herzen heute und in der kommenden Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Thank you.